Die Aussetzung des Familiennachzugs wird bis zum 31. Juli dieses Jahres verlängert. Ab dem 1. August diesen Jahres gibt es dann keinen Anspruch mehr auf Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte. Stattdessen eröffnen wir im Rahmen eines Kontingents für 1.000 Personen pro Monat die Möglichkeit der Familienzusammenführung. Die bestehenden Härtefallregelungen bleiben bestehen und werden nicht auf das Kontingent angerechnet. Das Nähere nicht zum Ob, aber zum Wie regeln wir in einem Folgegesetz, was wir auch bis Ende Juli fertig haben wollen. Ich kenne keinen einzigen Oberbürgermeister oder Bürgermeister, der in den letzten Wochen auf mich zugekommen wäre und gesagt hätte, die Integrationsprobleme in meiner Kommune lassen sich dadurch lösen, dass mehr Menschen kommen. Ich bin aber von vielen Oberbürgermeistern und Bürgermeistern um Gespräche gebeten worden, die mir gesagt haben, trotz besten Willens, Flüchtlinge in unsere Gesellschaft zu integrieren, sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir sagen müssen, unsere Kapazitäten sind endlich. Das ist die Realität in diesem Land. Es geht bei dem Personenkreis der eingeschränkt schutzbedürftigen Personen nicht um Menschen, bei denen es angedacht ist, dass sie sich dauerhaft in unsere Gesellschaft integrieren. Es handelt sich um Personen, die einen Fluchtgrund haben, und wir haben die klare Erwartung, wenn dieser Fluchtgrund wegfällt, dann haben sie Deutschland auch wieder zu verlassen.